Hallo, wir freuen uns, Ihnen das Modul Mikroprozessortechnik im Studiengang Mechatronik vorstellen zu dürfen. Das Modul im vierten Studiensemester besteht aus einer Vorlesung über 3 Credits mit begleitenden praktischen Anwendungen in einem Labor über 2 Credits. Das Modul schließt mit einer schriftlichen Klausur und einem bestandenen Labor ab. In der heutigen Welt anspruchsvoller technischer Anwendungen sind Mikrocontroller, das sind Mikroprozessoren mit integrierter Peripherie, nicht mehr wegzudenken. Wir finden sie in vielen technischen Anwendungen, unter anderem in Smartphones, GPS-Geräten, Medizintechnik, Konsumartikel, Fahrzeugen und Flugzeugen. Da Mikrocontroller nicht direkt offensichtlich erkennbar sind, werden sie den Embedded-Systemen, damit meint man versteckte Systeme, zugeordnet. Mit Mikrocontrollern lässt sich eine Idee bzw. Aufgabe in Form einer Software energiearm und flexibel durch die Hardware des Mikrocontrollers ausführen. Wir lernen Mikrocontroller mit einer professionellen Entwicklungsumgebung in der Sprache C zu programmieren, die auch in der Industrie benutzt wird. Neben dem funktionalen Aufbau und der Arbeitsweise eines Mikrocontrollers sehen wir uns die Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten an. In den praktischen Anwendungen, sprich Labor, lernen wir einfache Anwendungen, wie zum Beispiel das Einlesen von Schaltern und Tastern zu erstellen. Wir erzeugen und messen Signalverläufe, lesen Sensoren und steuern Aktoren über hardwarenahe Bussysteme wie den SPI und I²C-Bus. Wir erhalten einen Eindruck, für welche Anwendungen Mikrocontroller geeignet sind, wie bzw. mit welchen Möglichkeiten und wie schnell sie reagieren können. Wir verfassen eigene Bibliotheken und steigern unsere Fähigkeiten im Laufe des Labors. Sie können Ihr Wissen in mechatronischen Projekten, dem Praxissemester, Ihrer Bachelorarbeit und letztendlich in Ihrem angestrebten Beruf als Ingenieur oder Ingenieurin anwenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Modul. Wir freuen uns, Sie demnächst begrüßen zu dürfen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.